Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autophorie.de und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Girls Review, wie Fabian es immer nennt. Ich werde euch heute ein Fahrzeug vorstellen, das mir persönlich schon ein bisschen bekannt ist, denn wie ihr vielleicht wisst, bin ich bekennender Ford Fiesta Fahrer und dieses Fahrzeug ist auch ein Ford Fiesta, aber in einer besonderen Edition zum 40. Geburtstag. Und zwar handelt es sich hier um den Ford Fiesta ST 200 und wie gesagt, der Fiesta ist jetzt 40 Jahre alt geworden. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Normalerweise würde ich jetzt immer mit dem Äußeren starten, das heißt, was sich im Vergleich zum normalen Ford Fiesta ST in diesem Fall verändert hat. Aber schlicht und einfach, er ist genau derselbe geblieben. Wir haben hier eine andere Lackfarbe. Diese Farbe heißt Storm Grey, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde, sie geht so ein bisschen ins Taubengrau-Blau, so ein bisschen Babyblau spielt er noch mit rein. Und darum ist es nicht ganz so meins. An der Seite haben wir dann schließlich ein Ob, in unserem Fall diese Felgen. Denn wir bewegen uns ja hier gerade auf Winterreifen und Ford hat sich dann entschieden, dementsprechend auch sehr simple Felgen draufzulassen bzw. drauf zu machen. Sehr, sehr schade, denn eigentlich kommt der Ford Fiesta ST 200 mit wunderschönen schwarz-matten 17 Zoll Felgen. Und erst von hinten erkennt man dann, dass es sich um diese Special Edition handelt, nämlich an diesem Logo hier, das ST 200 zeigt. Den normalen Ford Fiesta ST haben wir euch schon mal vorgestellt, Link dazu in der Infobox. Und er hat damals auch gar nicht schlecht abgeschnitten. Was jetzt den ST 200 vom ST unterscheidet, beim Motor gesehen, sind sage und schreibe 18 PS. Damit kommen wir auf 200 PS, ganz genau. So wie es auch die Edition schon verrät. Dazu haben wir noch 50 Newtonmeter Drehmoment dazu bekommen und landen dann bei 290. Und dazu haben wir dann noch so einen kleinen kurzzeitigen Overboost mit 15 PS mehr und 30 Newtonmetern plus. Willkommen im Innenraum und ich fahre tatsächlich auch schon. Normalerweise würde ich euch den Innenraum ja so ein bisschen detaillierter vorstellen, was sich verändert hat etc. Aber im Vergleich zum ST hat sich tatsächlich nichts verändert. Das Einzige, was wir im Innenraum jetzt haben, ist eine kleine Plakette, die zeigt, dass wir hier den ST 200 haben und that's it. Das heißt, wir haben immer noch zum Beispiel die Mittelkonsole, die mich persönlich immer so ein bisschen, sagen wir es mal ganz ehrlich, frustriert. Es sind einfach so viele Knöpfe. Aber wir haben zum Beispiel dafür weiterhin die Recaro-Sitze, die jetzt in diesem Fall so einen Lederstoffmix haben. Das ist zum Beispiel ganz schön. Was allerdings wichtig bei diesem Fahrzeug ist, ist die Performance, das heißt das Fahren selbst. Denn darum geht es schlicht und einfach beim ST 200. Was hier jetzt verändert wurde bei dieser Special Edition ist zum Beispiel, dass die Vorderachse neue Lenkarme bekommen hat und dadurch noch ein schöneres, direkteres Lenkverhalten entstanden ist. Gleichzeitig haben wir auch eine direktere Lenkung und eine kürzere Gesamtübersetzung. Und an der Hinterachse finden wir jetzt auch nochmal steifere Federn als vorher und einen größeren Querstabilisator, der von 19 mm auf 21 mm gewachsen ist. Und rundherum haben wir dann auch nochmal neue Dämpferraten. Was sagen uns diese ganzen technischen Details? Im Grunde sagen sie uns nur, dass wir jetzt hier ein noch sportlicheres, direktes Fahrverhalten haben, was im Endeffekt noch mehr Spaß machen soll. Man darf dabei nicht vergessen, beim Ford Fiesta ist es ja tatsächlich so, dass man selber mehr Spaß hat als eigentlich, sag ich jetzt mal so, der Gegenpart, nämlich derjenige, der einen auf der Straße sieht. Das heißt, wir hören uns hier durch einen Soundaktuator im Fahrzeug sehr gut. Draußen bekommt man aber von dieser Leistung bzw. dieser Performance, die man da gerade abliegt, nicht so viel mit. Trotzdem haben wir hier ein sehr schönes Fahren und es macht sehr viel Spaß. Der ST hat mir schon Spaß gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, bei den ganzen Verbesserungen macht der ST 200 noch mehr Spaß. Und das Ganze bringt uns tatsächlich auch effektiv auf der Straße etwas, denn wir schaffen hier 230 km/h. Das Ganze wackelt ein bisschen, es schleudert ein bisschen, aber es macht Spaß und genau das soll es nämlich machen. Wie immer gegen Ende eines Videos, das ändert sich auch bei der Girls Review nicht, ein kleines abschließendes Fazit zum Ford Fiesta ST 200. Und eigentlich ist dieses Fazit, wenn wir ganz ehrlich sind, ein bisschen überflüssig, denn
dieses Fahrzeug könnt ihr schlicht und einfach gar nicht mehr kaufen. Es wurde sage und schreibe nur 2 Tage produziert um den Geburtstag herum, um das Ganze gebührlich sozusagen zu feiern und dann schlicht und einfach nicht mehr. Es gab so um die 500 Stück, wenn ich mich nicht irre. Sollte das nicht stimmen, findet ihr die richtige Angabe unten in der Infobox und die sind alle schon ausverkauft. Ziemlich schade, denn eigentlich mag ich dieses Fahrzeug recht gerne. Ich bin sowieso ein Ford Fiesta Fan. ST dahinter ist natürlich viel mehr noch meins. Und das 200 war dann halt nochmal so ein i-Tüpfelchen obendrauf. An sich haben wir ja schon mal ein Video zum Ford Fiesta gemacht. Und wir wissen auch, dass der Ford Fiesta nicht perfekt ist. Das hat sich hiermit auch nicht geändert. Aber dieses Spaßmaschinchen hätte ich schon noch ein bisschen öfter mal auf der Straße gern gesehen. Jetzt warten wir einfach auf den 45. Geburtstag. Mal gucken, was dann kommt. Wie steht ihr denn zum Ford Fiesta ST 200? Wäre das ein Fahrzeug, was ihr auch gerne in die Hände bekommen hättet? Oder sagt ihr, da habe ich nicht so wirklich was verpasst? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und falls jemand dabei ist, der tatsächlich einen dieser 500 Stück ergattert hat, der muss erst recht unten kommentieren, darauf bestehe ich. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Falls dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr darüber freuen, wo ich doch jetzt die Verantwortung hier in diesem Video ganz alleine trage. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch direkt. Dann seht ihr nämlich mich und auch Fabian im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.